Familie Gretz hat uns gefragt, ob wir eben für das Hippodrom, das ist ja im Postpalast gastiert, ob wir die Außengastronomie machen möchten. Und das Hippodrom war immer so ein Schmuckstück eigentlich für München und haben uns natürlich sehr gefreut über die Anfrage und haben dann eben kurzfristig diese Alm, die wir im Hintergrund sehen, konstruiert dafür. Wir erwarten, dass gut angenommen wird für den Gästen, ganz einfach, weil es abseits der Wiesen noch eine andere Möglichkeit bietet, quasi die Wiesenstimmung mitzunehmen, aber in deutlich entspannterer Atmosphäre, muss man sagen. Und zeitgleich möchten wir auch den Leuten, die normal an der Wiesen runtergehen, nach Hause gehen wollen, aber vielleicht zwischendurch einen Absacker trinken wollen und noch ein bisschen Lust auf Stimmung haben, den bieten wir einen Ort, wo sie eben genau das noch machen können. Also bei der Monaco-Schnapsalm hier draußen sind wir, wie das Wort schon sagt, sehr schon auf Schnaps fokussiert. Es gibt den Monaco-Wodka in vielen Variationen, aber auch ein paar andere leckere Schnäpschen und Liköre. Also alles, was man braucht, um einen Abend, Wiesenabend wirklich richtig durchstarten zu können. Also ich bin der Konstantin, ich bin einer der Wirte von der Monaco Schnapsalm hier. Wir sind jeden Abend hier von 18 Uhr bis 3 Uhr morgens während der gesamten Wiesenzeit und ja, wir freuen uns sehr auf euren Besuch. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Ihr wisst, wir zeigen euch München, wie ihr es noch nie gesehen habt. Folgt mir einfach, indem ihr kostenlos auf Abonnieren klickt und natürlich auch bei Instagram, Facebook und Twitter.